Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Tarik aus Köln und ich habe heute einen besonderen Gast. Ich habe zwei Gäste dabei. Der eine steht hinter der Kamera, den stelle ich euch gleich vor. Aber unser Hauptgast, unser Hauptdarsteller heute, ein Kia EV6 GT. 585 PS, Allradantrieb und ein Monster-Look, wie ich finde, in diesem wunderschönen Rot. Ich muss aber sagen, viele von euch kennen ja meine Videos und ich bin ein Kia EV6 Fan. Oh ja, das bin ich. Wir waren ja mit dem Kia EV6 allerdings nur Allradantrieb, also kein GT, schon in Italien unterwegs. Für alle, die das Video, die Videos verpasst haben, Link lasse ich euch gerne unten. Heute jagen wir den GT endlich mal auf die hohe 8, so wie sich das gehört. Wir fahren auf die Autobahn, dann geht es auf die Landstraße knapp 700 Meter hoch und dann wieder runter. Und am Ende wird die Kiste natürlich angeschlossen und wir machen einen Ladetest. Ich freue mich riesig drauf, aber jetzt stelle ich euch den Mann des Tages vor. Und zwar der Claudius. Lieber Claudius, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast mit deinem schicken Auto. Wie lange hast du ihn schon? Ich habe ihn jetzt gut 5 Wochen. Okay. Genau. Und macht Spaß, muss man ehrlich sagen. Genau. Okay, also wir quatschen dann mit dem Claudius gleich nochmal über das Auto. Ich würde sagen, ich habe Lust, ihn zu fahren und ich denke, der EV6 würde gerne auch fahren und nicht hier nur rumstehen, denn dafür ist er nicht gemacht. Also, lass uns loslegen. Ich teste alle Autos auf meiner Hausstrecke immer im Normalmodus. Klimaanlage ist selbstverständlich an und auf 21 Grad gesetzt. Tempomaten werde ich auf 130 setzen gleich. Aber ganz kurz, hier haben wir so eine grüne GT-Taste unten am Lenkrad. Wenn ich die drücke, dann meint der Claudius, das Auto wird zu einem anderen Auto. Ich weiß nicht, also wir fahren 120, ich sehe da keinen Unterschied. Okay, ich sehe da schon einen Unterschied. Ne? Und... Oh, da bist du aber ganz schnell bei 170. Hier darf man übrigens frei fahren. Das wollte ich nur noch mal kurz wissen. Aber gleich auf der Landstraße in den Kurven gucke ich mir das noch mal genauer an. Deswegen gehen wir noch mal zurück in den Normalmodus. Ja, wir wollen ja die Ergebnisse nicht ganz verfälschen und die Autos so viel wie möglich fair behandeln. Ja, Rekuperation. Wir haben ja hinter dem Lenkrad Schaltwippen, so wie man das von den Kia-Modellen kennt. Plus und Minus. Ich habe die Rekuperation auf Automatik gesetzt. Das bedeutet adaptive Rekuperation. Er entscheidet dann selber je nach Situation, was ich schon mal auch gut finde. Dann haben wir links am Lenkrad hier nochmal unseren Autopiloten. Man kann sich das dann hier dann einschalten, die Geschwindigkeit und so weiter. Und zack, jetzt hat er das übernommen. Übrigens, wir haben ein HDA-System, Highway Drive Assistant nennt sich das. Er hat die 120 jetzt erkannt und das Auto fährt 120. Diese automatische Anpassung und so weiter, Abstandstempomat funktioniert allerdings nur auf der Autobahn. Das Navigationssystem erkennt, wenn du auf der Landstraße unterwegs bist, dann gibt das nicht. Ist nun mal so bei Hyundai und Kia und Genesis, kann man nicht ändern, aber immerhin. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich war schon oft auf Langstrecke mit dem EV6 unterwegs. Funktioniert hervorragend. Ja? Wir haben übrigens auch die aktuelle Navigationskarte drin, werden gleich beim Laden nach dem Fahren uns nochmal die Ladeplanung genauer anschauen. Hier die aktuellste Software. Was kann er nicht, was fehlt uns eventuell? Darauf gehen wir nochmal detaillierter ein im Thema Software. Ich bin nur gespannt, wie der Verbrauch und die reale Reichweite am Ende des Tages aussehen im Vergleich zu den normalen EV6-Brüdern.
mit Heckantrieb oder teilweise auch mit Allradantrieb. Natürlich ist der Verbrauch hier allgemein etwas höher, das darf man nicht vergessen. Wir haben 255er Reifen drauf mit 21 Zoll Felgen und die Felgen sind ein Traum. Die sehen super, super schick aus mit diesen neonfarbenen Bremssättel. Das sieht richtig toll aus. Die Farbe in diesem Rotmetallic. Das ist serienmäßig beim GT mit dabei. Apropos serienmäßig, der kostet jetzt momentan, wie der hier steht, ab 72.990 Euro laut Liste, ja, brutto. Und der Claudius hat wie viel dafür bezahlt? Lieber Claudius, erzähl mal, wie kam das allgemein? Erzähl mal bitte. Ja, ich bin eigentlich jahrelang BMW gefahren, hatte mit dem i4 M50 geliebäugelt, aber da hat mich das Gesamtpaket nicht überzeugt. Einerseits ist ein BMW wie der andere, dann war die Höchstgeschwindigkeit nicht so toll und irgendwo habe ich dann auf YouTube einen Bericht über den EV6 GT gesehen, habe das normale Modell Probe gefahren und dann musste ich ihn einfach haben. Was hat dir besonders gefallen, die Optik oder? Die Optik ist eine außergewöhnliche Optik, dass auch im Grunde das Fahrwerk von einem, ja, Ingenieur mitentwickelt wurde, der auch bei BMW M lange Zeit tätig war. Das spricht eigentlich auch schon für Qualität. Bei der Probefahrt hat mir die Verarbeitung zugesagt und am Ende des Tages müssen wir alle hart für unser Geld arbeiten. Und dann habe ich gesagt, für das Geld ist das eigentlich eine gute Wahl. Genau. Ja, wann hast du ihn bestellt? Wann kam er? Was hat er gekostet? Naja, ich habe ihn bestellt, oder ich muss es anders sagen, ich war den Ende 21, bin ich den mal als, ich sag mal, normales Modell Probe gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, welche Motorisierung. Da hat er mich halt überzeugt. Dann war mir aber die ein Jahr Wartezeit zu der Zeit doch zu viel. Dann habe ich ein bisschen gezögert und dann war er nicht mehr bestellbar. Dann habe ich Mitte August letzten Jahres entschieden, ich bestelle mir jetzt doch den normalen. Und zwei Tage später wurde dieser dann bestellbar. Dann habe ich noch mal storniert und umgestellt und dann habe ich den am 17.8. bestellt und am 21.7. des Folgejahres habe ich ihn dann in Empfang genommen. Also 11 Monate habe ich auf das Fahrzeug gewartet. Ich muss allerdings sagen, es gibt in meiner Community auch Leute, die warten 15 Monate schon auf das Auto, teilweise. Das ist katastrophale Bedingungen gewesen, aber mittlerweile hat sich das alles beruhigt. Es gibt ganz viele sofort verfügbare EV6 Modelle bei den Händlern, egal ob nur Heckantrieb, egal ob Allrad. GT weiß ich jetzt nicht, müsstet ihr mal schauen, ne? So viele gibt es davon nicht, ehrlich gesagt. Die verkauften Stückzahlen weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ansonsten die anderen Modelle findet ihr genug. Also ihr müsst nicht mehr warten, Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Ja, ansonsten, das ist aber dein erstes Elektroauto. Ja, ich habe zuvor ein halbes Elektroauto gefahren, den Hybriden BMW 330e. Okay. Den habe ich 3 Jahre gefahren, das war für mich so ein bisschen, um zu gucken, wie ist das mit dem Laden, wie entwickelt sich die Infrastruktur und so weiter. Und ja, jetzt war es halt angesagt, ein rein elektrisches. Zwischenzeitlich habe ich für meine Frau noch einen Fiat 500 elektrisch als Cabrio angeschafft. So sind wir jetzt zu 100% elektrisch unterwegs. Wunderbar. Kleine Korrektur, was das Allradsystem angeht. Wir sind ja im Normalmodus und im Normalmodus ist ständig nur der Heckmotor aktiv. Das heißt, wir haben einen Heckantrieb. Wenn ich auf den Sportmodus schalte oder hier den GT-Modus anwähle, dann haben wir permanenten Allradantrieb. Oder aber ich gehe im Normalmodus, trete auf das Gaspedal und dann springt der vordere Motor noch mit an. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Das hilft natürlich auf Langstrecke, wenn man mit Tempomat 120 fährt oder 130, effizienter unterwegs zu sein. Das macht ja auch Sinn. So ist es ja auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Also, lasst uns aber ein bisschen über das Auto nochmal quatschen. Wir haben ja die wunderschönen 21 Zoll Felgen, das habe ich euch ja schon erzählt eben. Aber was ist anders im Vergleich zum normalen EV6 in der GT-Line? Was sofort ins Auge sticht, sind natürlich die Sitze, ja, mit diesen, ja, gelben, neongelben Nähten. Und der Seitenhalt, das ist schon viel mehr als wie bei den normalen EV6. Das ist fast ein Schalensitz, würde ich schon behaupten. Und optisch ein Traum. Also, wie sitzt es sich hier? Der Sitz umringt dich sehr gut, kann ich sagen. Aber Personen, die schon vielleicht ein bisschen so mit einem größeren Bauch, die könnten vielleicht schon hier ein bisschen engeres Gefühl haben. Das muss ich schon sagen. Ansonsten, das Lenkrad haben wir eben schon gequatscht. Genau das gleiche, bis auf die Nähte. Und was
etwas, was mir aufgefallen ist, wir haben hier auf der Mittelkonsole haptische Tasten, Leute, schaut mal. Wir haben hier haptische Knöpfe für die Sitzheizung und Lenkradheizung. Beim normalen EV6 bist du immer mit der Hand irgendwie da dran gekommen. Und dann ging jedes Mal die Sitzheizung an oder die Sitzbelüftung. Man muss also aufpassen. Hier ist das nicht so. Hier ist das schön haptisch. Hier musst du schon richtig drücken. Ansonsten die zwei Becherhalter, induktive Ladefläche fürs Handy, Mittelarmlehne, alles gleich. Da hat sich nichts geändert, ne, an dem Fahrzeug. Wir haben kein Glasdach, kann man glaube ich noch als extra bestellen, Panorama Glasdach. Und man kann sich als extra beim GT noch eine andere Farbe bestellen, so viel ich weiß. Ne? Also ja, so schaut's aus, meine Lieben. So, Thema Assistenzsysteme Kia. Ich habe jetzt den Abstandstempomaten aktiviert. Wie ihr sehen könnt, hält er auch schön den Abstand. Der Autopilot ist an, also der Lenkassistent. Jetzt darf man hier nur noch 70 fahren. Das Auto erkennt auch den 70er Schild, aber ich muss das händig manuell runterstellen, weil, wie gesagt, automatische Geschwindigkeitsanpassung nur auf der Autobahn. So, er regelt aber den Abstand sowieso automatisch zum Vordermann. Jetzt wird er schön langsamer, denn da vorne möchte jemand jetzt links abbiegen. Meine Füße sind nicht an den Pedalen. Er bleibt jetzt automatisch stehen, der EV6 GT. Mal gucken, ob er auch gleich wieder losfährt und er beschleunigt ganz sanft und wunderbar hier. Jetzt kommt hier unsere berühmte engere Rechtskurve, wo wir 70 fahren dürfen. Und ich lasse das Lenkrad mal los. Nimmt die Kurve sauber. Ja, und unsere berühmte Linkskurve, wenn er die noch schafft, dann hast du bestanden, mein Freund. Na komm, das kannst du mit Sicherheit. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich soll das Lenkrad jetzt nur mal ein bisschen berühren und dem Auto sagen, dass ich da bin. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, also Kurvenverhalten, mega geil. Mega geil. Wenn ich hier noch mal ein bisschen beschleunige, cool. Er lässt sich absolut nicht aus der Ruhe bringen. Lenkbefehle, Moment. Ah, doch. Doch, also reagiert sofort das Lenkrad hier. Schau mal, zack. Schwankt nicht. Obwohl das Auto jetzt nicht gerade ein leichtes Auto ist. Der wiegt ja, wie viel wiegt der? Schreibe ich euch jetzt. 2,2 Tonnen. 2,2 Tonnen, Leute. Das ist mega und der fährt sich so leichtfüßig hier und reagiert so gut auf das Gaspedal, obwohl ich nur im Normalmodus bin. Ja, den GT-Modus, den probieren wir gleich nochmal aus. Wir haben ja super Glück heute mit dem Wetter, muss ich sagen. Wie viel Außentemperatur zeigt er uns an hier gerade? Sehe ich nicht. Ich sehe die Außentemperatur nicht. 19 Grad. Ah ja. Also 19 Grad und Sonnenschein hier auf der Hohen Acht. Der Regen hat uns heute verschont. Ich finde es wunderschön. Wir haben es auch geschafft, meine Lieben. Knapp 700 Meter Höhenunterschied zu Frechen. Und ich bin jetzt gespannt erstmal auf das Zwischenergebnis, was unser PS-Monster denn so, ja, was den Verbrauch angeht, erstmal so uns anzeigt. Tadadadam! Erste Etappe, Claudius. Wie geht's dir bis jetzt? Alles gut? Ich habe es gut überstanden, ja. Das freut mich zu hören. Also, erstes Zwischenergebnis mit dem EV6 GT. 76 Kilometer. 24,6 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, aber denkt dran, es ging hoch ganze Zeit, ja. Wir fahren jetzt exakt die gleiche Strecke wieder zurück. Wir haben 39% im Akku, eine Restreichweite von 113 Kilometern wird uns angezeigt. Ja, das reicht dicke. Ich werde zur Not das Auto noch weiter leer fahren, bis ungefähr 10%, damit wir euch die obligatorische Ladezeit nochmal festhalten. Aber mittlerweile wissen wir alle, das Auto lädt wie Sau. Das muss keiner mehr beweisen. Es geht heute
heute eigentlich eher um die reale Reichweite und eventuell Effizienzpotenzial bei dem Fahrzeug, was er so in sich trägt, ja, oder auch nicht. So, am Ende werden wir schlauer, ihr bleibt schön dran, jetzt geht's weiter. Thema Fahrwerkkomfort. Wir haben jetzt hier ziemlich schlechte Straßen, wellige Straßen mit vielen Unebenheiten, wie ihr sehen könnt. Und ich muss sagen, er fährt sich keinen Ticken unkomfortabler als der normale EV6. Obwohl wir hier einen etwas modifizierten Fahrwerk haben, ein modifiziertes Fahrwerk, der etwas sportlicher getrimmt ist. Aber er ist nicht hoppelig. Also die Bodenwellen werden sauber aufgenommen. Was sagst du, Claudius? Ja, sag ich auch. Na, also, absolut. Also ihr könnt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr hier in so einem Bum, 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 Bum Sportauto sitzt. Nein, also das Ding lässt sich auch in solchen auf solchen schlechten Straßen sehr komfortabel fahren. Also ich würde es auf keinen Fall als unangenehm bezeichnen. Auf keinen Fall. So, wir sind jetzt knapp 17 Kilometer bergab gefahren. Ihr kennt ja, die alten Hasen kennen ja meine Strecke schon. Und wir hatten oben einen Durchschnittsverbrauch von 24,6 und jetzt nach Bergabfahrt 20,4. Aber immer noch die gleiche Prozentanzahl, State of Charge 39 und immer noch 113 Kilometer Restreichweite. Das sagt uns aus, dass der EV6 GT eine gute Rekuperationsleistung hat. Auf jeden Fall. Also man kann hier wirklich auch sparsam wieder Energie rückgewinnen. Übrigens, Thema Rekuperation. Ich fahre seit Beginn des Tests im Automatikmodus. Man hat hier durch die Schaltpedals die Möglichkeit, sogar One-Pedal zu fahren. I-Pedal nennt sich das. Oder die Stufe 1 bis 3 auswählen. Oder aber auch im automatischen Rekuperationsmodus. Was ich beim EV6 immer empfehlen würde. Meine persönliche Entscheidung. Natürlich könnt ihr das dann... wie fährst du eigentlich im Alltag? In welchem Reko-Modus? Im Modus 1. Erst beim Starten an. Der reicht mir. Also du lässt segeln sozusagen. Genau. Genau. Alles klar, so sind halt die Geschmäcker. Jeder hat einen anderen Fahrstil. Noch ein Thema, Thema Sound im Fahrzeug, Elektrosound. Der Kia EV6 bietet dir allgemein drei Möglichkeiten. Und zwar hier Motorsound, wenn man da reingeht, dann kann man es verstärkt machen, normal und minimierend. Oder man hat erweiterte Einstellungen. Ja? Man kann sich hier die einzelnen Sounds aussuchen, zum Beispiel Dynamic. Na? Dann hört sich das ungefähr so an. Aber Sekunde, ich mach's mal etwas lauter, damit ihr das besser hören könnt. Und Annahme schnell. So, Achtung. Achtung. Das ist stylisch. Und dann gibt's noch Dynamic. Achtung. Und dann gibt's noch Cyber. Achtung. Ja, hört sich so leicht verbrennermäßig an. Mir gefällt Cyber irgendwie am meisten und Dynamic. Man kann es auch abschalten. Allerdings hat der Claudius etwas auszusetzen. Liebe Kia-Verantwortliche, jetzt hört dem Claudius mal bitte, bitte zu. Und zwar... Ja, liebe Kia-Verantwortlichen, das Ambient... Warte. Ups, ja, genau. Eins, jetzt. Das Ambient Light kann man ja in Abhängigkeit vom Fahrmodus einstellen lassen. Ich würde mir das auch für den Motorsound wünschen, weil als im täglichen Betrieb brauche ich das nicht. Aber im GT-Modus wäre das ein Highlight, wenn dann auch noch ein bisschen Sound dazu käme. Na, zum Beispiel, das wäre ein Verbesserungsvorschlag. Man möchte es nicht im täglichen Fahrt hin und her immer haben, aber wenn ich dann auf den GT-Fahrmodi einschalte, dann soll der Sound auf Wunsch zumindest, so wie ich ihn haben möchte, dann sofort verfügbar sein. Das wäre echt eine gute Idee. Ihr Lieben, wir haben jetzt 154 Kilometer gemacht, ja. Unser Akku hat noch 22% und unser Durchschnittsverbrauch liegt bei 20,1 Kilowattstunden. Und das nenne ich wirklich mal effizient. Ich zeige euch das mal ganz kurz, damit ihr das alle schwarz auf weiß habt. Aber dieser Test wäre ja nicht ein würdiger Test, wenn ich den GT nicht auf seine GT-Gene testen würde. Deswegen drücke ich mal jetzt hier auf die GT-Taste. Wir sind auf der A4 unterwegs in Richtung Aachen und hier darf man drücken. Ich fahre jetzt 120 und gebe mal Feuer. Hier, halt mal hier drauf. Claudius,
Er soll ja 260 schaffen und schon haben wir 190. Der geht ab wie der Blitz hier. 210, aber ich muss bremsen. Wie sind die Bremsen? Boah, die Bremsen sind sehr gut, Leute. Der kann echt, also nicht nur Hammer beschleunigen, auch sehr gut reduzieren. Das ist mega. Ich hoffe wirklich, dass wir gleich nochmal eine kurze freie Strecke haben, damit ich euch die Endgeschwindigkeit nochmal demonstrieren kann. Aber 260 km/h, mega. Also bis 210 hat er eben super gezogen. Das habt ihr alle gesehen. Wahnsinn. Also das ist jetzt der Moment, wo der Ton sich verabschiedet hat bei der GoPro. Ich weiß nicht, woran das liegt. Seid mir jetzt bitte, bitte nicht böse, aber ich muss jetzt während des Schneidens hier noch ein Voice-Over drauflegen, aber das macht ja nichts. Ich habe auf jeden Fall nochmal versucht, beim EV6 GT die Höchstgeschwindigkeit für euch zu demonstrieren, aber ihr seht, ich bin maximal bis 220 km/h gekommen, weil die Autobahn voll war, aber das macht ja nichts, meine Lieben. Der EV6 GT, der kann definitiv die 260 fahren. Das hat mir der Claudius nochmal bestätigt. Ja, die Fahrt ging nun zu Ende und zum Laden sind wir nach Kerpen gefahren, zu der Aral Puls Tankstelle. Und da zeige ich euch noch kurz, wie gut die 360-Grad-Kamera funktioniert. Im Schnitt hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von 20,4 Kilowattstunden. Was einer realistischen Reichweite im Mix von knapp 380 Kilometern beim EV6 GT entspricht, was ich schon mal sehr gut fand. Danach ging es an die Ladesäule. Im Peak haben wir dann eine Peak-Leistung von 213 kW gesehen an dem Tag. Aber der EV6, der kann ja weit über 225 kW ziehen. Wenn die Batterie warm ist, dann schafft er ja allgemein in 18 Minuten von 10 auf 80% zu laden. Übrigens erzähle ich euch, wie schön ich dieses Auto in diesem Rotmetallic finde. Aber ihn habe ich schon in Grünmetallic gesehen, in Blaumetallic gesehen oder aber in diesem schönen matten Silber-Matt-Grau, was ich am allermeisten schön finde. Das erzähle ich euch nämlich in dem Moment dort. Ja, soweit dazu. Ja, und bei 29 bzw. 30% hat er dann einen Peak von 222 kW erreicht gehabt. Danach haben wir uns ins Auto gesetzt, weil ich euch nochmal kurz die Ladeplanung erklären möchte. Es gab nämlich ein Update kürzlich von Kia, was auch alte Modelle wie zum Beispiel der Kia e-Soul oder der ältere Kia Niro und so weiter sich das Update auch draufladen können. Entweder mit einem USB-Stick am PC oder beim Händler vor Ort. Danach können die Autos nämlich Ladeplanung. Der Kia hat uns bis zum München Marienplatz 3 Ladestops berechnet gehabt, weil er dachte, wir hätten noch 30%, nur noch 30% im Akku. Das Problem ist nur für einige, er zeigt nicht an, mit wie viel Prozent du am Lader ankommst und bis wie viel Prozent man laden soll. Wobei beim nächsten Update auch dieses Problem gelöst werden soll. Ob es denn wirklich ein Problem ist in meinen Augen, weiß ich jetzt nicht. Da kann man drüber streiten. Ich bin sowieso jemand, der sagt, viel wichtiger ist es, dass in einem Auto eine gute, ja, Ladefiltermöglichkeit besteht. Und beim Kia habt ihr das definitiv. Nicht nur bei Kia, sondern auch bei den Hyundai und Genesis Modellen. Das Auto zeigt euch nicht nur in eurer Nähe oder am Zielort, sondern viel wichtiger auch entlang der Route, jetzt in dem Fall bis nach München, die Ladesäulen nach euren Filtermöglichkeiten. Also ihr habt ja die Möglichkeit in den Filtereinstellungen zu sagen, nein, ich möchte nur AC oder ich möchte nur DC oder nein, ich möchte, dass du mir nur HPC-Säulen anzeigst. Und ihr könnt euch natürlich auch die ganzen Anbieter anwählen oder abwählen, wie in dem Fall Claudius das bei E.ON gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir ein andern Mal nochmal gerne besprechen. Was aber gut ist, der Kia zeigt euch dann die ganzen Hypercharger entlang der Route bis nach München mit Kilometerentfernung und sogar liegt das Ding auf unserer Seite der Autobahn oder auf der anderen Seite der Autobahn. Und das ist so nützlich. Das kann so wertvolle Kilometer und Minuten auf Langstrecke euch ersparen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja,
Dann kam das große Problem mit dem Laden. Was heißt das große Problem? Der Kia, der hat ja bei 66% noch 172 kW gezogen. Und dann auf einmal bei 74% oder bei 75% fiel die Ladeleistung auf knapp 30 kW. Das konnten wir uns in dem Fall nicht erklären. Es gibt natürlich Berichte auch von Community-Mitgliedern, die haben gesagt, ja, bei 80% legen die Modelle immer so 1-2 Minuten Pause ein, laden dann mit 8 bis 10 kW und dann geht's wieder los. Lange Rede, kurzer Sinn, unser EV6 GT hat an dem Tag zwischen 74 und 77% State of Charge nur mit 29 bis 32 kW geladen. Da hat das Batteriemanagementsystem wohl gedacht, okay, der Akku wird irgendwie zu warm. Durch das Laden, durch das Wetter eventuell, wir hatten 25 bis 26 Grad und ich hatte auf der Autobahn vorher Vollgas gegeben. Fakt ist, ab 77% hat er sich wieder aufgerappelt und bot uns eine Ladeleistung von knapp 120 oder 122 kW wieder, was er auch wieder bis 84% hielt. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz, ganz herzlich entschuldigen, aber meine Kamera spinnt irgendwie rum heute. Der hat die letzten Aufnahmen keinen Ton drauf gehabt, lieber Claudius. Wir können uns das leider nicht erklären, aber deswegen, wir sind jetzt wieder unterwegs. Wir haben ja den Test beendet, ihr habt sie alle gesehen. Der Kia EV6 GT, der hat sich ja super geschlagen, bis auf die eine Ladepause kurz beim Laden. Da hat das Batteriemanagementsystem wohl eine Pause eingelegt. Wir wissen nicht wieso, weshalb, warum. Aber ansonsten, die Ladeplanung habe ich versucht euch zu zeigen. Und das kann er ja mittlerweile durch das neueste Update. Und wie eben schon nochmal gezeigt, das Wichtigste ist immer die Ladesäulenfilterung entlang der Route. Das kann er wirklich sehr gut. Und ich bin mit dem Verbrauch sehr zufrieden. Das Auto hat so viel Potenzial. Er kann nicht nur sehr sportlich bewegt werden, er kann auch sehr effizient bewegt werden und mit 20,5 Kilowattstunden im Schnitt im Mix heute bin ich mehr als zufrieden bei dieser Power. Was sagst du, Claudius? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da kommt mehr bei raus. Mhm, auf jeden Fall. Ich danke dir heute auf jeden Fall für deine Zeit. Gerne. Dass du uns, der ganzen Community, die Gelegenheit gegeben hast, das Auto hier zu testen. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen und bitte Leute, denkt an das Abonnieren, falls noch nicht geschehen, und einen Daumen für das Video, was super, super wichtig für den Algorithmus ist. Und ein Kommentar dazu wäre natürlich noch besser. Und das i-Tüpfelchen wäre, wenn ihr das Video noch weiter teilen würdet. In irgendwelchen Gruppen oder unter Freunden, was auch immer. Somit sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Claudius, einmal tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.